Auch Istanbul hat seine Herbertstraße. Hinter diesem Verschlag im Stadtteil Karaköy liegt der Sperrbezirk. Ein Billigstrich für den armen Mann. Hier kommen die Frauen schon ab 10 Mark kurz mit aufs Zimmer. Die Rotlichtgasse heißt übersetzt Giraffenstraße. Warum, weiß niemand so recht. Vielleicht, weil sich die Männer an den Fenstern der Häuser fast die Hälse ausrenken. Nur wir dürfen mit der Kamera nicht hineingucken, aber es gibt einen Spielfilm aus den 80er Jahren über die verruchte Straße, an Originalschauplätzen gedreht. Die Rolle der verständnisvollen Bordellmutter hatte vor vielen Jahren diese Frau inne. Mathild Manukyan, 83 Jahre alt, Armenierin. Zwar gehören ihr immer noch die meisten Häuser in der Giraffenstraße, doch für die Mehrheit der Istanbuler gehört sie inzwischen zu den ehrenwertesten Persönlichkeiten der Stadt. Eine ungewöhnliche Frauenkarriere, die auch mit der Geschichte eines ungewöhnlichen europäischen Stadtteils von Istanbul zu tun hat. Das junge Fräulein Mathild wuchs im Neu-Istanbuler Stadtteil Pera auf, in dem seit 70 Jahren dieselbe Straßenbahn ihren Dienst tut. Pera bedeutet im Griechischen gegenüber. Gegenüber der ärmlichen Altstadt, nämlich auf der anderen Seite des Goldenen Horns. Nicht allein die Jugendstilfassaden erinnern hier an Berlin oder Paris. Französisch, Griechisch oder Armenisch waren in diesem noblen Vorort Konstantinopels Anfang des Jahrhunderts fast gebräuchlicher als Türkisch. Die Grand Rue de Pera, heute Unabhängigkeitsstraße, war Promenadensteg und Einkaufsmeile mit guten Geschäften. Daran hat sich bis heute wenig geändert. In den 30er Jahren, als Mathild Manukyan mit ihrem Mann abends durch Pera zog, wimmelte es hier, wie andernorts in Europa, von Tanzclubs und Varietés. Bald hingen die ersten Lichtspielhäuser ihre Plakate auf. Wir liebten das Kino und das Theater. Die Menschen hier waren immer sehr vornehm und gebildet. Man war nicht nur für das Theater stets schick gekleidet, die Männer im Nerzmantel und Hut, auch wir Frauen trugen zum Rock einen Hut mit dezenten Voilschleier. Auszugehen war unser größtes Vergnügen. Vergessen Sie nicht, es gab ja damals noch nicht einmal Radio. Ich erinnere mich genau, eines Abends gingen wir ins armenische Hotel Tokatlian und zufällig war auch Mustafa Kemal Atatürk dort. Es wurde an einem langen, großen Tisch gedeckt, an dem wir alle zusammen mit ihm sitzen durften. Es wurde Jazz gespielt, gepokert und getanzt. Mal Walzer, mal Tango und später sehr viel Foxtrot. Nach dem Besuch des französischen Gymnasiums machte sich die junge Mathild in diesem Haus selbstständig als Schneiderin. Die Nähmaschine von damals besitzt sie noch heute. Anfang der 40er Jahre, kurz nach dem Tod ihres Mannes, machte ihr eine Kundin ein nicht alltägliches Angebot. Weil sie ihre Kleiderrechnung nicht begleichen konnte, bot sie Manukyan ihr Haus an. Es war ein Bordell. Aus einem Bordell wurden schnell zwei. Ende der 60er Jahre besaß Mathild Manukyan in Pera 25 Freudenhäuser. Daraus entwickelte sich ein Immobilienimperium mit heute mehr als 2000 Objekten. Die Initialien der Dollarmillionärin prangen heute selbst an diesem Bezirksgericht. Die Richter wohnen zur Miete. Mit Bordells macht Manukyan heute offiziell keine Geschäfte mehr, doch sie bereut nichts. Ich habe die Mädchen zu guten Ärzten geschickt. Ich habe für faire Arbeitsbedingungen gesorgt, denn sie taten mir leid. Wenn sie eine Wohnung brauchten, habe ich ihnen eine für sehr wenig Geld vermietet. Dafür sind mir viele der Frauen noch heute sehr, sehr dankbar. Manukyan erteilt allen eine Lektion, heißt es hier. Kinders, kommt mal her, sagt die alte Dame und führt uns zu ihrer Trophäensammlung. Fünfmal wurde sie in den letzten Jahren zur redlichsten Steuerzahlerin der Türkei gewählt. Nicht nur dem Staat gibt Manukyan gerne, auch Universitäten oder Kultureinrichtungen greift sie gerne großzügig unter die Arme. Das schafft offenbar auch Feinde. Vor 3 Jahren verübten Unbekannte einen Anschlag auf sie. Ihr Leibwächter wurde getötet. Seitdem ist die gesundheitlich schwer angeschlagene Manukyan kaum mehr aus dem Haus gegangen. Auch ihr Rolls-Royce, der einzige in der Türkei, muss in der Garage bleiben. Manukyan vermisst die Abende in Pera, das heute Beyoğlu heißt. Aber trotz aller Veränderungen schlägt in diesem Stadtteil weiterhin das europäische Herz Istanbuls. Hier ist immer noch das Viertel der Studenten, Nachtclubs und Flaneure. Nirgendwo in der Türkei geht die letzte Straßenbahn so spät wie in Beyoğlu.